Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle bei besserer Gesundheit. Ihr seid fit. Wir haben heute schon eine Hausaufgabe gehört, die wir mitnehmen dürfen. Wenn ihr mal eine Woche Zeit habt, schnappt euch mal das Telefon, ruft mal irgendjemanden an und sprecht mal ein bisschen Trost zu, Mut zu. Nehmt euren Lieblingsbibelvers vielleicht oder irgendwas, was euch angesprochen hat. Und ja, gebt einfach eine geistliche Ermutigung weiter. Das ist so wichtig. Ruft mich auch an, das wäre auch schön. Auch wenn ihr mich noch nicht so gut kennt, vielleicht können wir uns noch am Telefon kennenlernen. Ich rufe auch ein paar Leute an. Und ihr dürft auch jetzt übrigens, wenn ihr Lust habt, dürft ihr entweder in unsere Gemeindegruppe oder auch auf dem YouTube-Live-Link, dürft ihr dort reinschreiben, wie es euch geht. Und da dürft ihr auch reinschreiben, wie es euch schlecht geht. Ihr dürft auch vielleicht eure Nöten draufschreiben, falls ihr euch traut, das in aller Öffentlichkeit zu sagen. Und unser Gebetsteam, das sich jeden Mittwoch trifft, wird dann für euch beten und Fürbitte für euch einlegen, denn euer Wohlergehen ist uns generell wichtig und wir möchten, dass jeder gestärkt wird, jeder ermutigt wird und jeder mitgenommen wird. Ja, wir sind immer noch in irgendeiner komischen Krisenzeit. Ich weiß nicht genau, wie wir mit dieser Zeit umgehen, ob wir eine schöne Zeit haben. Einige freuen sich ja, einige habe ich gehört, es ist voll gut, dass ich zu Hause sein kann, dass ich Homeoffice haben kann. Ich will das gar nicht verändert haben. Die anderen sagen, oh, ich halte es ja nicht mehr aus, ich will raus, ich will Leute sehen, ich will mit Leuten Gemeinschaft haben, ich will mit Leuten reden. Aber auf jeden Fall, es ist eine ungewöhnliche Zeit. Ich weiß nicht, ich kann mich in meinem Leben noch nicht so erinnern, dass global eine Zeit da war, wo Menschen so betroffen waren, wo Menschen mit Angst zu kämpfen hatten, wo Menschen nicht raus durften oder miteinander nicht einfach so Gemeinschaft haben konnten. Das ist eigentlich für uns alle eine neue Phase. Aber eine Sache ist ganz wichtig. Diese Krisenzeiten müssen richtig interpretiert werden. Sie müssen richtig verstanden werden. Denn wenn wir in so eine Krisenzeit hineinkommen und aus dieser Krisenzeit herausgehen, ohne etwas gelernt zu haben, dann haben wir diese Krisenzeit falsch interpretiert. Wenn wir die Bibel lesen und die Geschichte des Volkes Israel lesen, dann lesen wir immer wieder, wenn Gott eine Krisenzeit erlaubt hat, dann war immer sein Ziel, bei dem Volk irgendwas zu bewirken, irgendwas zu bewegen. Und das ist sehr interessant, dass wir jetzt gerade global von einer Krisenzeit betroffen sind. Und somit möchte vielleicht auch Gott zu uns in dieser Zeit reden. Er möchte die geistliche Komponente in unser Leben hineinbringen. Er will uns zeigen, es geht nicht nur um Essen und Trinken. Er erlaubt es, dass manchmal unsere Fundamente erschüttert werden, dass wir in diesen Zeiten, wenn an unseren Fundamenten gerüttelt werden, an Dingen, an denen wir festhalten und glauben, dass wir in dieser Zeit zum Nachdenken kommen, um was es wirklich in diesem Leben geht. Und ich denke, eine Sache ist uns allen klar, wir merken eigentlich in dieser Zeit, ob wir davon betroffen sind oder nicht. Das Erste, was wir verstehen und merken, ist, das Leben ist vergänglich. Das Leben hat ein Ende. Diese Krise bedroht unser Leben, unsere Existenz. Und alles, was wir aufgebaut haben oder aufbauen möchten, das ist gerade ein bisschen in Gefahr. Ja? Und wie gehe ich mit dieser Krise um? Und generell aus der Erfahrung mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, weiß ich, dass das immer eine Gelegenheit, eine Zeit ist, in der Gott ganz persönlich zu dir in deinem Leben reden möchte. Immer wieder, wenn Gott meinem Leben Krisenzeiten erlaubt hat, dann war es auch zur gleichen Zeit die Zeiten, in denen Gott zu mir geredet hat. Mein Vater hat mich letzte Woche angerufen, wir haben miteinander telefoniert und er hat mich gefragt, ja Michael, ich merke, du bist schon eine stärkere Persönlichkeit geworden. Und dann sagte er aber zu mir, aber ich glaube, du bist oft noch ziemlich schwach, kann er sein. Und ich habe darüber nachgedacht, überlegt, sagte, ja, stimmt, ich bin schon eigentlich öfter schwach. Aber dann habe ich auch gemerkt, wenn ich in diesen schwachen Zeiten bin, in diesen Krisenzeiten bin, das ist da, wo ich so viel mit Gott erlebe. Das ist da, wo ich offen bin innerlich und mich auf Gott einlasse, wo ich bereit bin, Dinge zu probieren. Ansonsten, wofür ich nicht bereit wäre, normalerweise. Deshalb Krisenzeiten sind nicht immer schlechte Zeiten. Es sind auf der anderen Seite, fürs geistige Leben, sind es oft sehr gute Zeiten. Und die Menschheit, wie oft haben wir diesen Satz gehört, ach, dazu habe ich keine Zeit, ich habe keine Zeit dafür und dies und jenes und so weiter. Doch jetzt hast du Zeit, jetzt hast du keine Ausrede mehr, jetzt hast du Zeit, dich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht wichtig sind für das ewige Leben, wichtig sind für deine eigene Seele. Ja? Und ich möchte hier einen jungen Menschen nehmen aus der Bibel, der mit Jesus, also Gott selbst, der mit ihm noch keinen großen Kontakt hatte und das sind seine ersten Begegnungen mit Jesus. Es geht hier um Petrus. Im Matthäus-Evangelium lesen wir eine zusammengekürzte Fassung davon, wie Petrus aufgestanden ist und Jesus nachgefolgt ist. Jesus sagte zu ihm,
komm und folge mir nach. Und Petrus, der ein Fischermann war, ließ seine Netze, stand auf und folgte Jesus nach. Im Lukas-Evangelium, da hat der Arzt Lukas ein bisschen genauer nachgeforscht und dann halt ein bisschen nachgeguckt, wie war es eigentlich ganz genau, war es wirklich einfach so spontan? Und da lesen wir die detailliertere Fassung davon, wie eigentlich Petrus zu einer Begegnung mit Jesus gekommen ist und wie er zum Jünger Jesu geworden ist, zum Nachfolger Jesu, wie er bereit war, nachdem er mit Jesus etwas erlebt hatte, alles liegen und stehen zu lassen und zu sagen, Gott, dir gehört mein Leben, dir will ich mein Leben anvertrauen. Und ich lese dafür aus Lukas Kapitel 5, ab Vers 1 bis Vers 11. Ich habe jetzt dem Ari bis Vers 10 gesagt. Ich weiß nicht, ob du, Ari, noch den letzten Vers noch mit dazu nehmen kannst, Vers 11. Der gehört noch mit rein. Also, Lukas Kapitel 5, ab Vers 1 bis Vers 11. Es wird, glaube ich, auch im Livestream eingeblendet, richtig? Sehr gut, ja. So, ich lese vor. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören. Das möchte ich auch mal erleben. Ich möchte es auch mal erleben, dass Leute auf mich eindrängen, um das Wort Gottes zu hören. Ja? Also das ist mal eine sehr besondere Situation hier. Aber Jesus hatte Vollmacht, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth, stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, also Petrus, und bat ihn, ein wenig vom Land hinaus zu fahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschloss sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten, in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh weg von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Eine sehr interessante Geschichte, ein sehr interessantes Ereignis hier. Ein bisschen was zum Hintergrund. Jesus war hier, er hat gerade mit seinem Dienst angefangen. Er war gerade in der Anfangsphase seines Dienstes. Er war noch alleine unterwegs und er war gerade sozusagen in der Gewinnungsphase seiner Jünger. Und hier scheint es so, als ob es Jesus eigentlich um die Volksmenge geht, was auch so war, aber zur gleichen Zeit kümmert er sich auch ganz persönlich um Einzelne und sucht den Einzelnen in dem Großen auch. Ja? Gott geht es nicht nur um die großen Mengen, um die Tausende von Leuten, die den Gottesdienstraum füllen, sondern Gott geht es um dich ganz persönlich und Gott möchte mit dir persönlich eine Geschichte, eine Story haben. Nicht nur eine Story haben, sondern er möchte deine Story mit Gott haben. Und Gott möchte, dass du diese Story aus dir heraus posaunst und andere Leute mit dieser Story ermutigst. Und ich wünsche mir, dass diese Geschichte heute euch helfen kann, zu einer eigenen Story zu kommen, zu einer Story mit Gott. Hier nochmal zur Hintergrundsituation. Petrus, Simon und seine Gefährten Johannes und Jakobus, sie haben die ganze Nacht durchgefischt. Sie waren Fischer vom Beruf, sie hatten Schiffe, ich glaube zwei Boote waren das, das waren so nicht so kleine Boote, wie wir uns das vorstellen, die hatten schon eine gute Größe gehabt, so wie ich da so ein paar Bilder im Kopf habe. Und sie waren mit diesem Boot unterwegs und sie haben die ganze Nacht durchgefischt. Hier steht nicht drin, ob das ihre erste Nacht war, in der sie unterwegs waren, ob das schon vielleicht 10 Nächte gewesen sind, aber auf jeden Fall in dieser Nacht haben sie gefischt und das war eine erfolglose Nacht. Sie haben nichts gefangen.
nichts gefangen. Man könnte das vielleicht hier jetzt auch in der Bibel schon als eine Krise bezeichnen. Denn Petrus war Fischer und die anderen Jungs waren auch Fischer. Sie lebten davon, Fische zu fangen. Und ich weiß ganz genau, dass auch jetzt in dieser Zeit vielen Menschen, vielen Betrieben auch so geht, die eigentlich darauf aus sind, etwas zu fangen, Erfolg zu haben, aber gerade in dieser Zeit alle Türen zu sind und sie versuchen zu fischen, aber erfolglos. Vielleicht probieren wir Dinge in unserem Leben aus. Vielleicht haben wir irgendwelche Ambitionen und bemühen uns und wir versuchen es zu erreichen, doch das Einzige, was wir erleben, ist schon wieder eine erfolgslose Nacht. Schon wieder ein Erlebnis, wo wir keinen Durchbruch hatten, nicht nach vorne gekommen sind, wo sich nichts entwickelt hat, Stillstand. Vielleicht fühlen sich einige auch in dieser Krise so, wenn sie zu Hause zu sind, nichts bewegt sich, nichts passiert. Genauso ging es hier Petrus und seinen Jüngern. Ich weiß nicht genau, mein Vater geht manchmal fischen, jetzt auch in letzter Zeit hat er mir auch berichtet, er geht aufs Boot, er hat ein Boot und dort geht er fischen und angelt da ein paar Sachen raus. Und immer wieder höre ich bei ihm auch, dass wenn er was gefangen hat, dass er sozusagen auch ein bisschen stolz nach Hause fährt und sagt, hier, meine Frau, ich habe hier, hier sind die Fische, so nach dem Motto, ja. Petrus kann das hier nicht vorweisen, ja. Petrus kommt nach Hause und Frau, sorry, ich habe nichts gefangen, er ist eine Null, er hat nichts erreicht in dem Moment und er ist deprimiert. Das ist der Zustand von Petrus. Aber genau das ist der Zustand, auf den Gott sehr oft in unserem Leben wartet, weil das vielleicht auch ein Zustand ist, an dem wir bereit sind, auf Gott zu hören oder etwas Neues wahrzunehmen, wo wir vielleicht auch bereit sind, Dinge zu tun, die wir sonst nicht gemacht haben. Und wenn du das gerade in deinem Leben erlebst, wenn du das Gefühl hast, oh, Krisenzeit, wenn du das Gefühl hast, irgendwie es geht nicht voran, dann ist das der Moment, in dem Gott sich in deinem Leben offenbaren möchte und sich in deinem Leben verherrlichen möchte. Er hat es, viele Menschen sagen so, ja klar, wenn die Menschen halt schwach sind und krank sind und kaputt sind, ja, dann wenden sie sich an Gott, weil sie dann keine Möglichkeit mehr haben. Das hört sich so negativ an, aber das ist eigentlich positiv, denn dann ist erst der Mensch bereit, sich für Gott zu öffnen. Davor ist er beschäftigt. Hätte jetzt Petrus in diesem Moment einen Haufen Fische gefangen, dann wäre er nicht bereit gewesen mit einem langweiligen Fischenetzen waschen, sondern er wäre beschäftigt, Fische auszusortieren, sie auf den Karren zu laden, irgendwo hinzufahren. Ich weiß nicht genau, womit er beschäftigt wäre. Aber das war genau der richtige Moment und Gott kennt deinen Moment. Petrus tut dir etwas Langweiliges, etwas Mühseliges. Wenn du die Fischenetze sauber machst und davor einen mega Fang gehabt hast, dann denke ich so, ist es, dann freust du dich beim Waschen so. Ja, ich habe irgendwie was gefangen und ich kann was nach Hause bringen, meiner Frau stolz was zeigen und so. Aber hier nichts gefangen und er muss trotzdem die ganzen Netze säubern von den Algen und von dem ganzen Pflanzenzeugs, was da im Wasser schwimmt, Dreck und Müll und alles Mögliche und so. Also eine erfolglose Nacht. Doch, plötzlich taucht Jesus auf. Er ist hier plötzlich da. Was passiert? Er kommt zu Jesus und Jesus wird hier bedrängt von der Volksmenge. Das möchte ich gerne auch mal erleben, von der Volksmenge bedrängt werden. Bitte erzähl uns was über Gott und so weiter und so fort. Ja, das ist halt oft nicht so der Fall, ja. Aber hier war es so. Und Jesus war in Not, er wurde bedrängt und dann musste er eine Möglichkeit finden und dann sah er Simon und Petrus und seine Freunde und das war von Jesus, denke ich, auch alles geführt und alles geplant. Dann steigt er in das Boot von Petrus und jetzt ist ein Wort, welches mich sehr ermutigt hat. Und dann sagt er hier zu ihm, er aber stieg in eines der Boote, das Simon gehörte und bat ihn. Er hat ihn gebeten. Da dachte ich so, oh, krass. Der allmächtige Gott kommt zu einem winzigen kleinen Menschen, der gerade null Erfolg gehabt hat und er sagt nicht, fahr raus! Oder er nimmt Petrus und schmeißt ihn aus dem Boot, sondern er steigt in das Boot von Petrus und Petrus gewährt ihn. Petrus erlaubt ihn, ins Boot einzusteigen. Und das Nächste, was Jesus macht, Jesus überfällt nicht den Petrus, sondern er bittet ihn. Kannst du mir einen Gefallen tun, Petrus? Kannst du nicht ein Stückchen rausfahren, damit ich hier der Volksmenge etwas erzählen kann? Er bittet ihn. Gott drängt sich keinem Menschen auf. Keinem Menschen. Er wird sich dir niemals aufdrängen. Das macht aber keinem Menschen. Aber er bittet dich.
Er bittet dich, komm, lass dich auf mich ein. Komm, probier's, riskier's, wage es. Er bittet dich, aber er wird dich niemals zwingen. Und das ist das, was ich auch an Gott liebe. Er hat uns in sein Ebenbild geschaffen. Er respektiert uns in unserem freien Willen. Wir können eine Entscheidung treffen. Wir können zu Gott Ja sagen oder Nein sagen. Und vielleicht ist gerade diese Depri-Phase, diese schwierige Phase, diese erfolglose Phase, genau der Moment, wo du sagen kannst, ach komm, was habe ich zu verlieren? Ich probiere es mal. Ich lasse mich auf Gott ein. Ich lasse mich auf die geistliche Komponente ein. Wir haben letztes Mal gehört über das dreidimensionale Leben mit Gott. Nicht nur 2D, nicht nur Menschen untereinander, sondern auch Gott mit hineinlassen in das Leben. Das Erste, was Petrus richtig tat in diesem Moment, ja, obwohl er müde war, obwohl er erschöpft war, obwohl er am Ende seiner Kräfte war, obwohl er vielleicht keinen Bock mehr hatte und das Einzige, was er noch wollte, nach Hause zu gehen und zu pennen, was machte er? Er gewährte Jesus und sagte vielleicht in seinem Kopf, naja, mein Leben ist ja nutzlos, was soll ich damit machen? Wenigstens kann ich mein Boot diesem Typen zur Verfügung stellen, soll er es doch nutzen. Ja, und dann fuhren sie heraus und hier wird nicht erzählt, was Jesus gepredigt hat. Die Menschen haben Bedrängen, sie wollten hören. Scheint wohl sehr wichtig gewesen zu sein, aber hier steht nichts davon drin, was genau dort Jesus erzählte. Aber nachdem Jesus fertig war, heißt es hier, als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Fahre hinaus in die Tiefe. Petrus war ein erfahrener Fischermann. Er wusste ganz genau, für diese Sorte der Fische oder generell, um mit Netzen zu fangen, musste ich nachts raus. Das war seine Erfahrung. Er wusste ganz genau, wann die Fische in die Netze hineingehen, wann die Fische auf Jagd gehen und wenn er dann halt mit den Netzen dann durch die Gegend fährt, dann wann er die größte Beute erwirtschaften kann. Er wusste es tagsüber, wenn die Sonne draufballert im heißen Israel, dann verschwinden die ganzen Fische, verstecken sich vielleicht im Schatten, irgendwie so und nachts kommen sie raus, da kann er sie fangen. Und jetzt kommt irgend so ein Philosoph, so ein Gelehrter, einer, der sich Rabbi nennt, ein kluger Mann, und er sagt Petrus, was er zu tun hat. Und er sagt zu Petrus, hey Petrus, nimm nochmal deine Netze, fahre auf die Tiefe des Sees hinaus und dort werfe nochmal die Netze aus. Und hier ist das Zweite, was Petrus wieder richtig macht. Petrus sagt Folgendes, hört zu, ganz, 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 ganz wichtig, das müssen wir uns fürs Leben merken. Und Simon antwortete in Vers 5 und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Wisst ihr was? Die meisten Menschen reden nicht so. Die meisten Menschen reden so. Ja, das ist ja schön und gut, was da alles in der Bibel drin steht. Ist ja schön gut, dein Gott und so weiter und so fort. Aber in meinem Leben bringt das nichts. Die erzählen, ja, ja, Gott ist ein lieber Gott, aber in meinem Leben spüre ich diese Liebe nicht. Und sie setzen immer das Aber und zerstören, wir müssen mal darauf achten, ja, wenn wir mit Menschen reden und argumentieren, ja, dass wenn ich zum Beispiel jetzt irgendjemand hier, meine Frau, sage, meine Frau, du hast das Essen sehr gut vorbereitet und das schmeckt sehr gut und ja, du hast das und das sehr gut gemacht, aber ich habe alles zerstört, was ich davor gerade gesagt habe. Dieses Aber ist so wichtig, ja. Ganz viele von uns haben eine Krisenzeit, haben Schwierigkeiten und sagen, Gott, du siehst doch, ich glaube an dich, aber wo bist du? Gott, du siehst doch, ich habe dies oder jenes Problem, aber Gott, warum lässt du mich im Stich? Und mit dem Aber zeigen sie eigentlich, woran sie wirklich glauben, ob sie an Gott wirklich glauben, wirklich vertrauen oder nicht. Petrus hier sagte und er beschreibt ganz ehrlich die Situation, die in seinem Leben ist. Jesus, wir haben es die ganze Nacht durchgemüht, abgemüht und wir haben keinen Erfolg gehabt. Aber, jetzt kommt das Aber. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das lernen, dass wir eine Gesinnungsveränderung haben, dass wir lernen, zu Gott zu kommen, unsere Schwierigkeiten darzubringen und zu sagen, Gott, aber, ich weiß, du wirst es tun. So ging es mir zum Beispiel, als ich mich für diesen Sonntag vorbereitete, durch die Woche hindurch.
Ich habe keine Inspiration gehabt. Ich wusste gar nicht, was ich erzählen sollte. Und jetzt stehe ich hier und rede laut. Ja? Und dann war mein Gebet folgendermaßen. Früher in der Vergangenheit, Gott, ich bitte dich, gib mir dein Wort, gib mir dein Wort, gib mir dein Wort. Ich brauche irgendetwas, ich muss irgendwas erzählen. Ich kann doch nicht da stehen und nichts sagen. Und ich war in großer Verzweiflung. Ich habe oft so viele Kopfschmerzen gehabt wegen diesem Predigtvorbereiten. Und mittlerweile ist es so, ich sage, ja Herr, ich habe hier gelesen, ich habe vorbereitet, Gott, irgendwie kommt nichts, aber ich weiß ja, du wirst dein Wort geben. Herr, ich werde mit dem Glauben dahin gehen, auf dein Wort hin. Du wirst mir das richtige Wort, das passende Wort geben. Und jedes Mal muss ich ehrlich sagen, wo ich so gehandelt habe, ich wurde nie enttäuscht. Nie. Ja? Das hat immer funktioniert, es hat immer geklappt. Deshalb, wo steht unser Aber in unserem Leben? Schwierigkeit, aber Gott? Oder ja, Gott, aber Schwierigkeit? Wo steht unser Aber? Und dann sagt er hier noch ein anderes Wort. Aber auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin. Weil du es gesagt hast. Weil du gesprochen hast. Das letzte Wort, Gott, in meinem Leben, in meiner Situation, das hast du. Und auf dein Wort will ich hören, trotz Schwierigkeit, trotz Misserfolg, trotz schwierigen Zeiten und Krisen. Aber du hast das letzte Wort. Und auf deines Wortes Willens, um deines Wortes Willens, möchte ich das tun. Was tat er? Petrus tat, vielleicht in seiner Hoffnungslosigkeit, vielleicht irgendwie einfach nur, vielleicht als Jesus gepredigt hat und gemerkt hat, mein Herz hat irgendwie gebrannt, ach komm, was habe ich zu verlieren, ich mache das jetzt einfach. Und dann fuhren sie aus, nochmal in die Tiefe, mit einem Boot hier in diesem Fall, fuhren aus, die gehorchten, die taten das, was Jesus gesagt hat und plötzlich passierte ein Wunder. Und das ist das, was ganz oft bei uns in unserem Leben fehlt. Nicht nur bei den Menschen, die nicht an Gott glauben, sondern auch bei den Menschen, die an Gott glauben. Ich habe mich diese Woche mit einer Schwester am Telefon unterhalten und sie erzählte davon, wenn sie zu Gott betet in ihrer schwierigen Situation, die sie gerade hat, wenn sie betet, dann erfährt sie so viel Frieden und so viel Liebe Gottes und so viel Gegenwart und so weiter und so fort. Und ich denke so, ich rede mit ihr am Telefon und ich bin glücklich über diesen Menschen. Ich bin einfach dankbar und froh. Warum? Weil ich habe es hier mit einem Menschen zu tun, mit einem gläubigen Menschen zu tun, bei dem es funktioniert. Der das Gehörte nimmt, er wendet es an, er oder sie wendet das Wort Gottes an und es funktioniert in ihrem Leben. Und sie erzählt. Aber wie viel bin ich mit Menschen im Gespräch, die dann mit diesem Aber genau verdreht reden? Und obwohl sie an Gott glauben, erleben sie Gott einfach nicht. Und dann gucke ich in ihr Leben hinein und sie handeln auch nicht nach dem Wort, auf sein Wort hin. Das ist immer die Grundlage. Zuerst ist immer sein Wort da. Dann handle ich, ich riskiere es in diesen schwierigen, diesen Krisenzeiten. Ich nehme sein Wort und handle nach seinem Wort. Dann kommt das Erleben. Und wir möchten es genau umgekehrt haben. Erst habe ich erlebt, erst fühle ich mich stark und dann werde ich handeln. Erst wenn ich spüre und fühle, dass das die Wahrheit ist, dann werde ich danach handeln. Ganz oft ist es genau umgekehrt. Ich höre das Wort Gottes und durch Schwierigkeiten hat Gott mein Herz vorbereitet. Und jetzt sage ich zu mir selbst, was habe ich zu verlieren? Komm, ich mach's einfach. Dann passiert das Wunder. Und das haben so viele Menschen schon in ihrem Leben erlebt. Ich habe gestern mit einem Inder telefoniert, gesprochen. Wir haben lange Zeit gesprochen und wir haben uns über Glauben unterhalten und Götter unterhalten. Weil dort im Hinduismus, die haben für alles einen Gott. Die haben tausende Götter. Und er hat erzählt, dass er heute aufgestanden ist und hat er dann halt seinen Gott, der hat auch den benannt, hat er halt dann auch angebetet und ihm Huldigung dargebracht, ja. Und er hat mich gefragt, eine Sache verstehe ich nicht, sagte er, warum wollen alle Gott ein Opfer haben? Sie wollen irgendwas, das du aufopferst und gibst. Sagte ich zu ihm, bei uns ist aber genau umgekehrt. Ich kenne einen Gott, bei dem es genau umgekehrt ist. Er hat alle selbst für dich hingegeben und jetzt darfst du aus Dankbarkeit für ihn leben. Und sagte, ja, weißt du was, ja, dein Gott hört sich auch gut an. Und ja, ich bete dann zu allen Göttern. Und da habe ich ihm eine Frage gestellt. Ich sagte, du musst es mal testen. Du, genauso wie im Leben, wenn du irgendwas tust und machst, du musst testen, ob da irgendwas zurückkommt. Wenigstens ein Echo. Ja? Was kommt denn zurück? Du probierst diesen Gott, diesen Gott, diesen Gott, diesen Gott und diesen Gott aus. Antworten sie dir denn überhaupt? Kriegst du ein Feedback? Und dann konnte ich ihm mutig sagen, probier das aus.
Leb das und du wirst es erleben. Und da habe ich ihm Zeugnisse gegeben aus meinem Leben, wo ich in Situationen war, wo ich dann Gott vertraut habe, wo ich dann ihm nach dem Wort Gottes gehandelt habe und gemerkt habe, wie Gott meinem Leben Wunder getan hat. Dann sagt er so, interesting, wir haben auf Englisch geredet, interesting, so hat er so halt dann erzählt, das hat er schon mitgenommen. Aber ich habe ermutigt, teste doch deine Götter, fordere sie heraus, handle nach dem, was sie tun, guck mal, ob sie dir antworten. Guck mal, ob irgendwas passiert. Und ich kann mutig sagen, dass wenn ein Mensch sich Jesus gegenüber öffnen wird und nach seinem Willen handeln wird, nach seinem Wort, er wird unbedingt etwas erleben. Keiner wird enttäuscht weggehen. Bei dem einen dauert es sofort, so wie bei Petrus hier. Bei dem anderen dauert es vielleicht länger. Er muss vielleicht länger dranbleiben. Aber es wird etwas passieren. Auf sein Wort hin. Worauf ist unser Leben aufgebaut? Auf unsere eigenen Erfahrungen. Petrus hätte sagen können, meine Erfahrung sagt mir jetzt, fischen, rausfahren ist das Dümmste, was ich tun könnte. Und das genau tut Petrus nicht. In seiner Enttäuschung lässt er seine Erfahrung los und sagt, Herr, auf dein Wort hin, auf dein Wort hin möchte ich jetzt handeln. Und er tut es. Und plötzlich, was erleben sie? Sie erleben ein Wunder. Die Netze sind voll, nicht nur voll, sie reißen mittlerweile diese Netze, die sie schön gepflegt haben, die sich so bemüht haben, gekümmert haben. Die reißen. Und sie erleben hier ein Wunder mit Gott. Und das sagte auch der Inder zu mir gestern, mein Freund. Er sagte zu mir, ja, das ist schon krass. Also wenn man was mit Gott erlebt hat, das prägt einen. Man muss was mit Gott erleben. Ja, wir müssen etwas mit Gott erleben. Alleine Theorie reicht nicht aus. Bitte lebe nicht von meinen Erfahrungen im Glauben. Bitte lebe nicht von den Geschichten anderer im Glauben, sondern du selbst sammle deine Erfahrungen mit Gott. Und du komme hier hin und stehe hier und erzähle von deinen Erfahrungen mit Gott. Gebe Zeugnis, was er in deinem Leben gemacht hat. Sei du mutig, beiß du in den Apfel, du riskierst, du probierst selber aus. Und hab deine Story mit Gott, deine Geschichte mit Gott. Und die Netze, die rissen und es war so voll und sie winkten ihren Gefährten zu, in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Das war massiver Segen, komplett übernatürlich. Erst Dunkelheit, kein Erfolg und plötzlich Mega-Erfolg in einem Moment, wo es gar keinen Erfolg geben sollte. Und dann kam die Reaktion von dem Petrus. Und als Petrus etwas mit Gott erlebte, als er Jesus erlebte, als er merkte, hey, das, was ich gerade erlebe, das ist real. Dieser Typ ist real. Das, was hier in dem Wort steht, das ist real. Und plötzlich überkam ihn ein Gefühl der Unwürdigkeit. Ich bin unwürdig. Ich stehe gerade neben jemandem. Meine Güte, mit wem rede ich hier gerade? Und dann eine Bekehrung, eine ganz andere, die wir sonst kennen. Von den Bekehrungen, von denen ich gehört habe. Oh Gott, ich bin ein großer Sünder. Bitte vergibe mir und komm in mein Leben. Und was sagt Petrus hier? Er sagte hier in Vers 8, als er bei Simon Petrus ersah, fiel er auf seine Knie, zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh weg, geh von mir hinaus, geh weg. Ich bin unwürdig, ich bin dreckig. Das war sein Gefühl. Das ist das Gefühl, das wir haben, nachdem wir Gott erlebt haben. Wir fühlen oft uns unwürdig. Viele Menschen reden groß über Gott oder fordern ihn auch hinaus, weil sie ihn nicht erlebt haben. Aber wenn sie einmal seine Liebe erlebt haben und dieses andere geschmeckt haben, was es in der Welt nicht gibt, dann ist es ein demütigendes Gefühl. Segen zu empfangen. Petrus empfängt hier den Segen. Jesus sagt nicht, Petrus, du Sünder. Du hast so viele Sünden in deinem Leben gemacht. Du verdienst die Hölle und die Strafe. Macht er nicht, sondern Jesus lässt Petrus Segen erleben. Und weil Petrus diesen Segen erlebt, das bringt den Petrus auf die Knie. Das verändert das Leben des Petrus. Und in der Bibel gibt es einen Vers, die Güte Gottes, das Gute in Gott, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, die Güte Gottes leitet den Menschen zur Buße. Die Güte Gottes verändert das Herz des Menschen. Nicht die Strenge, nicht das Böse, nicht die Rute, sondern die Güte Gottes verändert das Herz des Menschen. So oft zu Hause mit meinen Kindern auch, ich bin Vater, ich muss meine Kinder erziehen. So oft, wenn ich Dinge sage, die gemacht werden sollen, werden sie nicht gemacht. Ja? Und dann unter Androhung einer Strafe, dann werden sie erst gemacht.
Und diese Strafe, die ich dann halt verhänge, irgendein Verbot oder dies oder jenes und so weiter, verändert ihr Herz für diesen einen Moment, aber nicht in der Tiefe. In der Tiefe bleibt das Herz gleich. Doch wenn ich anfange, Liebe in meine Familie hineinzustreuen, meine Kinder hineinzustreuen und mit ihnen Zeit verbringen und Beziehungen aufzubauen, dann merke ich plötzlich, meine Kinder fangen anders an zu ticken. Und ich muss nicht so sehr mit dem Gesetz kommen, sondern irgendwie ist eine Beziehung da. Und durch meine Güte, die Güte in mir ist, merke ich, kann meine Kinder besser lenken oder leiten oder führen. Genau das Prinzip benutzt auch Gott. Durch seinen überreichen Segen möchte er uns erreichen. Und als Petrus diesen Segen bekommt, die Netze reißen, die Boote sinken, das bringt ihn auf seine Knie. Dieser massive Segen. Gestern Abend bin ich ins Auto gegangen, weil da mein stiller Ort ist, und habe dann angefangen zu beten, wusste nicht, was ich sagen sollte. So fängt mein Gebet immer an. Habe dann geredet, Gemeinschaft gehabt und kam so mit allem, was ich bin. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Jesus saß mit mir im Auto. Und wie so ein Teenager habe ich ihm mein Herz ausgeschüttet, ehrlich gesagt, wie es mir geht und was ich über den und den und für den und so weiter denke und so weiter und so fort. Und er hat mich so festgehalten. Plötzlich habe ich dieses Gefühl bekommen von, ich bin so, wer bin ich überhaupt, dass ich diese Gemeinschaft gerade erleben kann und dass Gott real in meinem Leben da ist. Ich erlebe Gott, komme gestärkt raus, das Herz ist leichter geworden und irgendwas ist passiert. Und ich habe auch dieses Gefühl gehabt, immer wieder, ich bin unwürdig. Aber Gott liebt mich. Und hier auch in Vers 9, denn Entsetzen hat ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, sie waren entsetzt über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, denn ich habe was mit dir vor. Fürchte dich nicht. Dein Leben war bis heute erfolglos. Deinem Leben war, es war so wie jedes andere auch. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn Gott nicht in unser Leben hineinkommen wird, dann wird sich unser Leben von dem Leben anderer Leute nicht unterscheiden. Du kannst sogar jetzt dich hinsetzen, und wenn Gott nicht in dein Leben hineinkommt, dann kannst du eigentlich dein Leben schon vorher berechnen, wie es sein wird, ungefähr. Ich werde leben, ich gehe zur Schule, ich gehe arbeiten, dann werde ich mich abmühen, vielleicht werde ich eine Familie bekommen, eines Tages werde ich sterben, sei es durch eine Krankheit, Unfall oder vielleicht im Schlaf. Mein Leben ist berechenbar, eigentlich. Vielleicht kommen da noch ein paar Krisen hier und dort dazu, die wir nicht vorhergesehen haben, diese großen Schockmomente oder vielleicht Freudemomente. Wenn wir eine Frau heiraten oder einen Mann heiraten oder irgendwas, Kinder auf die Welt kommen und so. Aber mit Jesus, mit Gott in deinem Leben, wird sich dein Leben auf eine ganz andere Weise entwickeln, auf eine Art und Weise, die du nicht vorhergesehen hast. Dein Leben wird spannend werden, eine Überraschung sein, etwas Schönes sein. Und du wirst zurückblicken eines Tages und sehen, wow, das Leben mit ihm hat sich gelohnt. Simon sagte zu ihnen, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Du wirst Menschen gewinnen. Du wirst wie ein Fischer rumlaufen und du wirst ihnen das Evangelium verkündigen. Du wirst ihnen dein Netz wie das Evangelium sein. Du wirst ihnen die gute Nachricht verkündigen. Und du wirst viele Menschen befreien. Du wirst vielen Menschen helfen können. Und dein Leben mit einer anderen Dimension annehmen. Du hast dich nur um Fische gekümmert. Doch dein Leben wird jetzt ein anderes Niveau haben. Ein wertvolleres Niveau haben. Du wirst dich um Menschen kümmern. Du wirst dich nicht nur um dich selbst herumdrehen, um dein Ego, um deine eigene Versorgung, sondern du wirst jetzt loslassen und dein Leben mit einem Sinn haben, den du davor nicht gerechnet hast. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Sie ließen alles los. All das, was davor wichtig war, war plötzlich nicht mehr wichtig. Sie haben etwas erlebt und das hat ihr Leben so fasziniert, so gepackt, dass sie gesagt haben, hey, ich möchte alles mit ihm wagen. Ich möchte mein ganzes Leben anvertrauen. Das möchte ich dir heute auch zusprechen. Vielleicht fehlt dir diese Komponente, diese Krisenzeit. Interpretiere sie auf die richtige Art und Weise. Das ist die Zeit, wo Gott mit dir reden möchte, wo Gott in dein Leben hineinkommen möchte. Und dann tu die ganzen Schritte, die Petrus gemacht hat. Zuerst lass ihn in dein Boot. Lass ihn nur in dein Boot, nicht direkt ins Herz rein, einfach nur mal ins Boot. Einfach mal ihm eine Chance geben, dein Boot zu sein. Und dann als nächstes, hör mal auf sein Wort. Ach, auf dein Wort hin möchte ich handeln.
und dann schau, was du mit ihm erlebst. Vielleicht nicht sofort, vielleicht brauchst du ein bisschen Ausdauer. Aber du wirst Dinge mit ihm erleben und plötzlich wird Gott für dich keine Theorie mehr sein, sondern Realität in deinem Leben. Ich wünsche dir gottesreichen Segen, viel Kraft für diesen Tag, für diese Woche und auch für diese Zeit. Und jetzt möchte ich noch mit uns zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Wir danken, dass dein Wort lebendig ist und Kraft hat. Und ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du jeden Einzelnen jetzt, der kraftlos ist und schwach ist, dass du stärkst, ermutigst, und dass du Freude gibst, Herr Jesus, ja. Öffne die Herzen und schenke den Menschen jetzt Mut und Kraft, dir zu begegnen. Jesus, wir lieben dich und danken dir für deine Liebe in unserem Leben. Herr, wir preisen dich. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche euch gottesreichen Segen.